Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Transport Fieber 2, Folge 8. Und in den Kommentaren wurde ja gewünscht, dass das Landesbergen Lache heißt. Ich werde es ein bisschen abändern. Und zwar in Landesbergen Bindestrich Lake mit Doppel A. Ohne C. So. Zoomen wir weiter raus. Und da. Und dann ist Landesbergen Lake. Na. Leerzeichen. So. Und dann sollen wir das hier noch ein bisschen verbessern. Habe ich mal ein bisschen ausprobiert und dafür gibt es ja auch ein passendes Modul. Das machen wir mal weg. Das machen wir mal weg. Und dann haben wir das hier, das würde nicht passen. Aber wir können mit M und N die Version ändern. Ich weiß jetzt nicht, wo zwischen den beiden Versionen ein Unterschied sein soll. Ach so, einmal ohne Weg und einmal mit Weg. Das wird ja hier angedeutet in dem blauen. Okay. Natürlich soll er mit Weg sein. Ach, jetzt mache ich doch wieder das Falsche. Das so. Oder wir machen es so. Und so. Genau. Dann machen wir da die Straße weg und da die Straße weg. Sollte eigentlich gleiche Ebene sein, ne? Nicht ganz. Okay, selbst mit Shift passt das nicht so ganz. Das ist natürlich nicht so toll. Kommen wir da noch hin. Ja, das ist wieder Kniffelarbeit hier. So geht's. Ja, so haben wir eine passende Höhe. Ja. Das sieht akzeptabel aus. Dann von da. Und dann machen wir aber einen kleineren Weg, aber da können wir auch näher dran. Ja, dann mappt er wieder übereinander. Schade, dass man das nicht einstellen kann, dass hier am Rand diese Umrandung nicht setzt, weil das wäre in dem Fall besser, weil dann könnte man da wirklich einen schönen passenden Übergang machen. Vielleicht kann man das ja mit hier mit dem Update, was ja im Sommer kommen soll. Wäre eine Idee, dass sie das auch implementieren, dass man einstellen kann, ob man den, in Anführungsstrichen die Sackgasse, so wie zu Transportfieber-Zeiten,
dass da einfach eine offenes Straßenende ist. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. Ja, und dann natürlich machen wir da hier eine Straße hin. Und dann über die normale Straße. Habe ich mir überlegt, passend zum... Das ist zu weit. Jetzt muss man hier... Ja. Das ist akzeptabel. Und dann setzen wir mal das dahin. Optimal wäre es natürlich, wenn wir das da direkt dran snappen könnten. Drehen wir das Ganze nochmal. Und dann... Ah, höher. Ja, höher geht es dann so nicht. Das mal so und ich hoffe mal, das habe ich mir gedacht, oh doch, aber ganz, da macht es wieder hoch und da haben wir es hingekriegt. Ach so, weil er da die Straßen, weil er da Verbindungen macht. Das war Maltools, ne? Geht das auch mit dem Radiergummi? Ja, viel zur Größe, bitte schön und klein. Shift macht er nicht. Suboptimal. Suboptimal. Die Höhe kann man ja nur einstellen, wenn die Straße dann nicht so einsnappt, ne? Wisst ihr was? Sehe ich aber auch was vergessen. Die Werte für die Einwohner und Arbeiter einzustellen. Terrain Tools angleichen. Schön groß. Und ich hoffe mal, dass er sie jetzt macht. Ja, jetzt macht das. Besucher 50. Und 10 Arbeiter. So, jetzt das Ganze nochmal. Ja, das sieht doch schon wunderbar aus. Ja, sehr schön geworden. Auch das hier. Ich nehme an, dass die Textur... hintere Textur ein bisschen weiter hinten ist, oder? Ja, da sieht man es. Ja. Und das Glas dann davor. Können wir mal reinschauen. Oh. Was ist denn da oben am Dach? Gut, von innen ist es ja nicht so schön. Ach so, okay, das Glas. Okay. Ich glaube, da müsste man Two-Sided-Two machen an dem Glas, beziehungsweise hier an den Leisten, damit die auch von innen sichtbar sind. So, dann haben wir das. Dann müssen wir hier die Straße verlängern.
Ach, macht er dann? Na, das ist natürlich. Nah gebaut. Selbst da macht er Kollision. Okay, dann also nochmal abreißen und dann. Das sollte passen. Ich hoffe es mal. Und jetzt bauen wir das Ganze nochmal. Ja. Können wir sogar noch ein bisschen rüberziehen. Sehr schön. Aber ich befürchte, dass er jetzt da. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, und dann nehmen wir von da geradeaus. Dann reißen wir das dann nochmal ab. Und die Straße bauen wir mal parallel. Und bitte schön die Höhe lassen. Und das Ganze jetzt nochmal. Wie heißt es? Alle guten Dinge sind drei. Und ja. Also da sollte er jetzt eigentlich. Hätte mich auch gewundert, wenn er da jetzt nochmal Kollisionswarnung angegeben hätte. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir das. Dann schließen wir das an. Bitte die Höhe lassen. Das gleich über alles an. Und da nehmen wir. Schmale Straße haben. Bus-Tram-Verkehr nur. Und dann nehmen wir. Lassen wir da doch die. Oh, da ist ja eine Landstraße, ne? So. Wieso will er dann da einsnappen? Wieso nicht hier? Dann machen wir das so. Schöner wäre es natürlich, wenn das so gemacht hätte. Da sind wir aber nicht. Die Straße ist aber nicht gerade. Das sieht schon besser aus. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe gar nicht die Parkplätze jetzt drin, ne? Ja, mache ich dann zur nächsten Folge. Hier mal, ich glaube, angeglichen ist es schon, ja. Mal Tools. Voilà. So.
Blasen nicht, bitteschön. Ja. Und da die andere Seite sehe ich gerade auch bitte nicht. So, dann haben wir das. Ja. Und schon, ich sehe gerade auf den Aufnahmezeit, auch schon wieder 16 Minuten. Und die Zeit, die rennt wieder. Aber sehr schick. Schick, schick. Dann haben wir das. Einstellung waren ja, ne? Ja, genau. Das passt. Und jetzt wollte ich schon mal vorbereiten die Strecke nach Schmolde. Ich habe mir überlegt, dass vielleicht der RRX eine eigene Strecke bekommt und die S-Bahn vielleicht hier so lang. Können wir hier vielleicht noch eine Station später hinbauen. Hier verbinden die sich wieder. Und dann müssen wir mal gucken. Könnt ihr reinschreiben, ob wir nach Herrenhölzer fahren sollen oder nach Oranienbaum. Da oben ist dann keine Stadt mehr. Okay, dann wäre die S-Bahn dann auch da zu Ende. Und der RRX1. Zumal der RRX dann hier wohl wieder durchfahren wird. Haben wir dazwischen Hümmel haben wir noch, ja, okay. Können wir vielleicht schon so einen Schlenker machen und den Regionalexpress oder RRX fährt ja bis dahin. Müssen wir gucken, ja, wie wir das in den nächsten Folgen weiter bauen. Ja, Taktung sollte ja passen. Lassen wir das mal weiterlaufen. Damit ich das hier erstmal wieder abreißen kann. Und dann müssen wir nämlich gucken. Dann müssen wir auch schon den Bahnhof ausbauen. Dann Gleise. Dass die Vorschaubilder immer nicht sind. Und war das mal. Würden hier nämlich die Regionalexpresslinien halten und S-Bahn dann an dem Gleis. Hoppala, okay. Leihen wir uns noch mal ein bisschen. Ach so, jetzt muss ich hier wieder. Ach, jetzt hat er hier wieder. Damals mit Cartonary, bitteschön. Auch schade, dass das nicht erkennt, dass hier die Oberleitung weitergeht. Wäre genial, wenn er hier den Mast, den großen Mast dann in der Mitte setzt und dann die Halterung dann weitergehen. So, dann machen wir da Plattform. Jetzt habe ich wieder dasselbe Problem. Die ganz hohen, glaube ich. Doch. Das waren die ganz hohen. Meine ich zumindest, ne? Ja. Schon von da nach da.
denke mal, da müssen wir auch irgendwann mal so einen Schlenker dann rüber machen. Wenn wir dann mehr und mehr Linien dann hier drauf setzen. Aber bis jetzt fahren die alle nach dahin, meine ich, ne? Dann Masten. Bitteschön. Welche Geschwindigkeit haben wir da? 60, glaube ich, ne? Ja, gut, das ist 40. Kann ich das auch noch mal korrigieren? 60. Gut. Um 3 km/h erhöht. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Dann bitteschön machen wir das, so dass wir die 60 erreichen. Ja, okay. Ich glaube, das Signalbild sollte auch passen mit 60. Eigentlich auch 60 lassen können. Weil es kann nämlich sein, wenn wir so einen Kurzzug haben, dass er vielleicht hier noch, obwohl eigentlich nicht, weil ich ja den Mod drin habe, wo der Bremsweg realistischer dargestellt wird, dann sollte es eigentlich passen. Paralleltracks. Lassen wir mal aus. 60. Da machen wir dann mal, würde ich mal sagen. Ja, das sieht doch schon. Ja, gut, das ist unnötig, aber gut, das ist akzeptabel. Das sieht natürlich noch besser aus. Dann lassen wir das auch erstmal so stehen. Und da gehen wir. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, da setzt er natürlich wieder sowas hin. Aber ich wollte das ja, dass das so ist. Dann macht er sowas. Optimal. Kriege ich das hier vielleicht noch weg, wenn ich das. Baut er nicht mehr, ne? Ne. Macht er gar nicht. Stimmt, wenn ich das so mache. Ja. Dann macht er das so. So hin. So auf die Schnelle sollte das passen. Rücken etwas nach da in die Richtung und in die Richtung. Und jetzt da lasse ich mal die Geschwindigkeit. 240. Ach so, ja, da habe ich wieder Fehler gemacht. Bitte schön so, damit er auch die gleiche Höhe lässt. Ja. Wieso das von vornherein? Seht ihr, da habe ich es nämlich nicht gemacht. Ne? Da geht es bergab, so wie das aussieht. Oder? Täuscht das jetzt Oberla oder täuscht das jetzt wieder? Aber das sieht doch höher aus wie das, ne? Ja. Dann
bitteschön. Das alles abreißen. Dass er immer wieder wegmacht. Diese Einstellung würde ich als Grundeinstellung lassen, weil. Weil man ja intuitiv eine gleiche Ebene bauen will. Und das sieht trotzdem. Entweder ist das eine optische Täuschung oder weil unterschiedlich hoch. Geht's ja eigentlich nicht. Weil es dann andere Masten sind, deswegen. Jetzt haben wir die gleiche Höhe. Also hier Regionalexpress und da, ne, da S-Bahn. Okay. Dann lassen wir das erstmal so. Und da würde ich mal sagen. Zweigen wir dann ab, mal mit 80. Gleiche Ebene lassen, sehr schön. Dann machen wir das gerade, das geht geradeaus weiter. Und okay. Dann verlängern wir das noch mal ein bisschen. Das geht auch noch. Jetzt haben wir 210. Das sollte das reichen. Das auch. Und ja, da ist doch vorhin schon passend. 240. So. Und für die S-Bahn brauchen wir jetzt. Lassen wir das mal. Für die S-Bahn das Gleis, das nehmen wir mal. Lassen wir sofort 80. Dann können wir das auch sofort upgraden. So. Dann gehen wir. Bergab. Jetzt gehen wir bergab. Ich glaube, da mache ich erst die, baue ich erst die Unterführungen. Aber das ist natürlich vom Vorteil, dass wir hier schon höher sind. Dann haben wir eine viel bessere Angleichung mit der Brücke. Das kann sogar sein, dass wir von hier bis hier, wenn wir hier über die Brücke irgendwann mal vielleicht eine andere Strecke machen, dass wir hier gar keine Steigung haben, sondern eine Ebene. Das wäre natürlich ja, sehr optimal. Sagen wir mal so. Dann bitteschön, nehmen wir das mal. Aligned. So schöne gerade Kanten haben. Hochgeschwindigkeitskreise, Beton. Standardgleise. High Speeds, Beton. 280 damals.
bitteschön 3. Da bitteschön. Ach, genau, falsch. So. Jetzt drehen wir das Ganze. Dann haben wir das so. Jetzt müssen wir. Wow. Dann haben wir das so, das sieht doch sehr gut aus. Würde ich fast sagen. Hat er die Höhe noch von letztem Mal? Ja, Tunnelhai. Achso, Oberleitung, bitteschön. Da sehen wir die Oberleitung. Ja, die wird zwar in die Decke reinragen, aber darunter, da wir ja sowieso 100 Meter Mastabstand haben, sollte das soweit passen. Dann riskiere ich es mal zu bauen. Ach, seht ihr, jetzt habe ich. Ah, obwohl, das ist ja Durchfahrtsgleis, ne? Dann war das Gleis. Jetzt habe ich doch falsch gebaut. Das noch mal. Gott sei Dank merkt er sich die Einstellung. Und oben bitte schön 4 Gleise. So, jetzt haben wir es. Und dann können wir da noch mal. Je mehr Gleise, desto besser. Umso weniger müssen wir. Ja, wie soll das? Ach so, ja, gut. Weil wir hier die Spur verlassen. Okay, dann brauchen wir nur noch nach oben. Das sollte auch realistisch sein mit der Steigung. Ich habe letztens das S-Bahn-Video aus München gesehen. Postim teilweise dafür Steigung haben. Na, Respekt. Wo es dann hier zum Beispiel Überwerfungsbauwerk gibt oder so. Da denkt man immer, wenn man hier was baut, ach, das ist viel zu steil. Wenn man dann aber in der Realität mal guckt, da ist das eigentlich wirklich realistisch. Kann man kaum glauben. Aber da sieht man dann auch, wie viel Power so ein Zug hat, dass er dann wirklich die Steigung schafft. Ich kann mir aber vorstellen, dass es im Winter wie Eis und Schnee ist, dass vielleicht gerade auf den Streckenabschnitt dann wohl auch Probleme gibt. Zumindest wird es, glaube ich, nicht so einfach. So, dann machen wir das hier nochmal wieder weg. Ach, seht ihr, ich wollte doch. Na gut, Radii. Ich lasse das lieber so. Na, bitteschön, jetzt wieder an einer Ebene. Das könnte man so lassen dann. Aber ruhig. So, da würde ich schon, ja, setzen wir da sofort auch einen neuen Bahnhof hin.
60 Meter, zwei Gleise, DB Dunkel, breites Bahnsteig, machen wir mal 5 Meter, Oberleitung, machen wir Mittelbahnsteig und dann sowas. Satz des Vordereingangs. Achso, da können wir Durchfahrtgleise setzen. Brauchen wir ja jetzt nicht, weil wir gesagt haben, der Regionalexpress macht ja einen Bogen drum. Eine andere Seite Damm. Sowas wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Hoppala. Überführung, Unterführung, Dach machen wir komplett. Vordereingang machen wir dann auch einen Damm, ne? Gucken wir mal, wie das aussieht. Ich hätte ja am besten wäre natürlich, wenn man jetzt kann man das noch ändern. Den Versatz, ja, den seitlichen Versatz. Lassen wir das mal so. 300? Nein. Zur Hochgeschwindigkeit? Ja, okay. Dann lassen wir das mal so. Gleise, hatte ich gesagt, 80, ne? Snappt er da sogar ein? Oh, hoppala. Ah, okay, macht er schon eine Ausschüttung. Ne, bitteschön. Ja, am besten wäre natürlich. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, der könnte auf der Strecke auch schneller fahren. Ist in Ordnung. Das machen wir mal weg. Sehr schön. Und ja, würde ich sagen, ihr könnt ja natürlich wieder in die Kommentare schreiben, wie dieser Haltepunkt dann heißen soll. Und dann bauen wir in der nächsten Folge den weiter aus. Aber machen. ASEC Ausfahrsignal. Machen wir ASEC. So. Sollte das passen. Aber bevor ich das mache, speichere ich einmal, weil ich hatte schon mal einen Teil aufgenommen und beim Signal, bei der Signalsetzung kam dann ein Error Just Occurred. Und das Risiko will ich nicht eingehen. Ach so, jetzt hat er wieder haben wir hier was? 80 haben wir, ne? Ja, guck. Dann passt das, ja. ASIC. Dann. ISIC.
Das mit Vorsignal oder? Nee, nur. Esig. Bitteschön. Nee. Doch. Das. Doch, richtig. Sehr schön. Signal 80 und dann sollte das passen. Ja, ich würde dann sagen, lasse ich das noch mal laufen und wie gesagt, in der nächsten Folge bauen wir dann an der neuen Strecke weiter. Ich würde mal sagen, wir setzen uns hier noch mal rein und dann gibt es zum Schluss noch eine Mitfahrt von Fürstenberge nach Landesbergen. Ja, letzte Folge gab es ja die Hinfahrt, jetzt gibt es die Rückfahrt. Ich müsste mal gucken. Fürstenberg fahren wir 3:16 ab. Okay, das ist in 2 Minuten. Lass ich mal ein bisschen schneller laufen. Mercedes Citaro, die könnten wir dann auch, lass ich mir nochmal weiterlaufen, können wir ja auch einsetzen, vielleicht von hier Landesbergen dann zum neuen Haltepunkt, obwohl da steht sogar HP Haltepunkt. Und wie gesagt, Verbesserungsvorschläge und weitere Kommentare unter dem Video könnt ihr reinschreiben in die Kommentare. Und jetzt sollte es gleich losgehen. Achso, da mache ich natürlich jetzt nochmal die Musik aus und ja, das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt seit langem mal wieder auf 60 FPS aufnehme. Gehen wir mal raus und würde dann sagen, hab viel Spaß bei der Mitfahrt und ich verabschiede mich dann jetzt schon mal. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschalten würdet und zucken würdet. Und über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Also würde ich dann sagen, bis dahin und ciao. Und viel Spaß bei der Mitfahrt jetzt.